Ja, wunderschönen, meine lieben Thymneser-Freunde. Ja, tatsächlich geht es heute um ein brandneues Souls-like, wo ich die Demo gespielt habe und wo ich euch zeigen möchte, wie ihr den richtig harten Boss ganz easy unter Anführungszeichen legen könnt. Ist ein Boss-Guide und vor allem auch möchte ich euch die Kampfmechanik erklären, denn das ist wirklich richtig gut gemacht. Und ich sag's gleich mal vorweg, ich glaube, Thymnesia kann ein richtig sensationelles Game werden. Ganz kurz, ich habe auf der PS5 gespielt, darum erkläre ich jetzt die Tasten von PS5-Controller. Wir haben ein Schwert in der Hand und wir haben unsere Krallen. Mit R1 greifen wir ganz normal mit dem Schwert an. Klar, soweit nichts Neues. Wir bauen Schaden auf, aber gleichzeitig, Freunde, liegt unter der Bossleiste eine zweite türkise Bossleiste und die bauen wir mit normalen Schlägen auf. Ihr werdet es dann sehen, was ich meine. Und die können wir nur loswerden, unter Anführungszeichen, wenn wir mit der Kralle draufgehen. Mit R2 praktisch. Ne? Mit R1 greifen wir an, machen normal Schaden und bauen gleichzeitig diese türkise Leiste auf. Doch die können wir nur mit R2 loswerden. Es sei noch gesagt, dass man mit L2 so Pfeile schießt, die was das machen, dass sich diese türkise Leiste weiter aufbaut. Ihr werdet dann sehen, was ich meine, wenn ich euch den Boss zeige, Freunde. Und mit L1 kann man parieren, allerdings kommt da ein eigenes Video dazu. Wichtig ist jetzt einmal R1 schlagen, R2 mit der Kralle diesen türkisen Schaden wettmachen und mit L2 die Pfeile zum Aufbau dieser türkisen Leiste. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den Bossfight rein, richtig harter Brocken, und ich zeige euch jetzt, wie ihr den am besten besiegen könnt, Freunde. So, Freunde, ich erkläre kurz die Spielmechanik und dann gehen wir auf seine Moves ein. Ihr seht die Bossleiste, ne? Und wenn ich jetzt schlage, dann mache ich Schaden und baue gleichzeitig diese türkise Leiste auf. Ja? Und die bekomme ich eben nur weg mit der Kralle. Ihr seht, die Leiste wird immer größer und jetzt muss ich dann mit der Kralle ran, damit diese türkise Leiste weggeht. Ihr habt es jetzt gesehen. Und ich schieße immer wieder die Pfeile, um diese türkise Leiste zu erhöhen. Das ist mir grundlegend. Man macht normalen Schaden und passiven Schaden, dem was man eben nur mit der Kralle wegbekommt. Ich schieße immer wieder die Pfeile, die füllen sich automatisch auf. Na, die Pfeile haben immer drei im Inventar, die füllen sich automatisch auf. Beim Boss selbst, Leute, ist wichtig, dass wir immer auf Abstand gehen, damit wir die Sprungattacken triggern. So, jetzt. Und immer wenn er schreit, springt er. Und wir können dann immer durchdodgen und ihn entweder mit Schwertschaden zufügen oder eben dann diese türkise Leiste mit der Kralle wegmachen. Es gibt eine Attacke, die was man im Nahkampf dodgen. Das ist, wenn er herläuft und zwei so Schläge macht, da kann man ihn vier mitgeben. Aber meistens wartet man auf dem Schrei, damit man ihn da einfach wirklich gut Schaden machen können. Ihr seht, da dodge ich einfach durch, gehe entweder mit dem Schwert dran oder mit der Kralle. Das müsst ihr lernen und immer wieder die Pfeile schießen. Immer wenn er schreit, springt er. So, wenn er den Schrei so ankündigt. Jetzt kommt diese Doppelattacke, ne? Nummer 1 und Nummer 2. Und die dodgen wir und dann können wir genau viermal schlagen. Das ist die einzige Attacke, was wir im Nahkampf dodgen. Das da. Ne? Viermal geht sie aus. Und dann gehen wir wieder auf Abstand und warten auf die Sprünge, damit wir entweder die normale Leiste oder die Türkise wegbekommen, so wie jetzt. Immer rechts durchdodgen und man hat Zeit für zwei, drei Schläge. Und immer die Pfeile schießen die ganze Zeit. So, das ist wieder diese Zweier-Kombo. Vier Schläge gehen sie aus. Wir hauen ab, warten auf den Sprung und gehen mit der Kralle ran, um die türkise Leiste zu verringern. Ja, so macht man viel mehr Schaden und der Bosskampf geht einfach viel schneller vorbei. Ich habe so lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass man eben diese türkise Leiste nur mit der Kralle wegbekommt. Wir gehen auf Abstand, warten auf die Sprünge, immer wieder Pfeile schießen. Zack, eins, zwei,
2 oder 3 und einfach dann, wenn er die Combo beendet hat, schnell mit der Kralle ran. Springt, 1, 2, 3 Schläge, wegdodgen. So, Abstand gehen und wenn er eine Combo beendet, kann man immer mit der Kralle ran. Wir bauen wieder Schaden auf, triggern wieder den Sprung, schießen mit den Pfeilen, Abstand bleiben. Da kommt der Sprung, 1, 2 Schläge, nochmal Sprung und wir sehen die violette, die türkise Leiste, sorry, ist schon wieder hoch. Das heißt, wir können jetzt mit der Kralle ran, sehr gut. Und das ist eigentlich der ganze Bosskampf. Ist ein bisschen Übungssache, klar, dauert ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So, er springt, wir bauen Schaden auf und geben ihm natürlich gleichzeitig Schaden, ne? Den normalen Schaden und diesen Passivschaden. Und Pfeile schießen und jetzt ist die Combo beendet und wir können da einmal mit der Kralle ran, die hat eine gute Range, die Kralle. Und so spielen wir diesen Boss runter und dann wird er eigentlich ziemlich easy, obwohl der uns eigentlich fast one-hitted bei diesem Tutorial. Er ist nicht dazu gemacht, dass man den eigentlich killt. Na, wenn man stirbt, ist die Demo vorbei. Aber ich schätze mal, das wird auch im Spiel ein Boss werden und darum ist es gut, wenn man schon weiß, wie man den da besiegt, weil er ist gar nicht schwer. Ja, Abstand gehen, Sprünge triggern, türkise Leiste aufbauen. Und so spielen wir den runter. Und wenn er auf uns zuläuft, dodgen wir einfach zweimal weg und können ihn viermal hitten. Bei dieser Zweier-Kombo. Aber meistens macht er die Sprünge, was er super anteasert mit seinem Gebrülle. Ne? Und gleich haben wir ihn. No Damage, diesen harten Brocken. Zack, jetzt werden wir noch einmal Schläge aufbauen. Ne, mit den Pfeilen schießen. Letzter Sprung und da haben wir ihn. Das war's, das war der Tutorial-Boss, no damage und so geht es. Man kann ihn komplett parieren, dazu kommt aber ein eigenes Video. Ist ähnlich wie in Sekiro, muss ich sagen. Und das war's, Freunde, das war so das erste grundlegende Kampfsystem, dass man einerseits Schaden macht mit der Klinge und diese türkise Leiste aufbaut, die was man nur mit den Krallen wegbekommt. Und wir können wunderbar mit den Pfeilen diese türkise Leiste erhöhen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen geholfen, dass ihr ein bisschen diese Spielmechanik versteht. In diesem Sinne sage ich danke fürs Dabeisein. Wenn ihr mehr Thymnesa Videos wollt, dann abonniert gern den Kanal, weil da kommt einiges dazu. In diesem Sinne, Prost, euer Jack FromSoft.